Auch in diesem Kino in Los Angeles läuft seit Donnerstag die umstrittene Nordkorea-Komödie The Interview. Die hat bei ihrer Premiere in den USA zahlreiche Zuschauer in die Kinos gelockt. Einige Kinogänger zeigten sich nach der ersten Vorstellung grundsätzlich von dem Streifen eingenommen. Super funny, super funny. People are saying that. Super lustig. Manche Leute haben gesagt, sie machen eine Aussage, indem sie sich den Film anschauen. Aber ich weiß nicht, es ist beides. Es ist ein Statement und wirklich lustig. Super funny. Es ist witzig, aber nichts, was eine Monarchie zu Fall bringen könnte. Viele Vorstellungen waren am Donnerstag sowie hier in Washington D.C. ausverkauft. Nach einem Cyberangriff und Drohungen von Hackern hatte Sony Pictures die Premiere zunächst abgesagt. Infolge von scharfer Kritik von US-Präsident Barack Obama und der Filmbranche hatte das Hollywood-Studio in dieser Woche jedoch eine Kehrtwende vollzogen und den Film doch noch in die Kinos gebracht. Die Komödie lief auf mehr als 300 Leinwänden, ohne Zwischenfälle. In dem Film geht es um fiktive Pläne zur Ermordung des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un. In den USA ist The Interview zu einem Symbol für die Meinungsfreiheit geworden. Die US-Regierung hat die Staatsführung in Pyongyang für die Cyberattacke verantwortlich gemacht, was diese zurückweist. Nordkorea hatte den Film als Kriegshandlung gebrandmarkt und ihm dadurch große Aufmerksamkeit beschert. Take him out.